Das sind die besten Wednesday-Momente aller Zeiten. Heute werden wir uns die besten Wednesday-Momente aus den letzten Monaten auf meinem Kanal anschauen. Viel Spaß mit dem Video, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, welches fandet ihr am besten. Und lasst gerne ein Abo da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wow, warte mal, wo ist der Schatten? Wo ist der Schatten von ihm? Aber hey, sieht nicht schlecht aus. Wo ist sein Schatten verschwunden? Wednesdays Schatten hat sich verabschiedet. Okay, geht auf sein MacBook, seht sich hier irgendwas an, wie jemand so auf einer Getränkekappe so eine Schraube draufklebt. Denkt sich so, das ist ziemlich langweilig. Und, okay. Alles klar. Ja, das ist so der Vorteil, ne? Also ich frage mich immer, wie kann Wednesdays Händchen eigentlich Sachen sehen? Ich meine, er hat ja keine Augen, oder hat er Augen? Also, wie guckt er sich denn diese ganzen Videos dann an? Und wie redet der? Also ja gut, der macht Zeichensprache. Ah, jetzt sieht er sich so Shredder-Videos an. Oh, schöne Eiscreme. Oh, der Dollar, der tut weh. Der Dollar tut ganz weh. Oh, yo. Einfach Compilation von allen Videos. Aha. Auf dem Kanal-Account von der Direktorin, schreibt er. Ja. Auf dem YouTube-Kanal der Direktorin. Okay. Da bin ich mal gleich gespannt, wie das Ganze gleich eskalieren wird. Ne? Händchen, Bruder. Wie kann das sein? Er guckt sich nur YouTube-Videos an. Spawnt er jetzt so in diese Welt rein? Das werden wir gleich erfahren. Okay. 5 hours later. 5 Stunden später. Wednesdays Händchen nutzt als Decke einfach einen Waschlappen. Hat sich noch eine Cola gegönnt und Popcorn zu den YouTube-Videos. Und er schläft bei Tag. Er ist sehr weird. Er ist sehr weird. Okay. Ey, er hat seinen Schatten zurück. Man sieht seinen Schatten wieder. Oh nein, oh nein, er träumt davon. Er träumt jetzt von diesem Shredder. Nein. Aber bitte nicht reinfallen. Oh, come on. Er klettert rauf. Oh ja, ich denke mir so, das ist ja gar nicht so schlimm, auf diesem Shredder rumzustehen. Das ist ziemlich angenehm so. Und dann geht er an. Dann geht der Shredder an. Oh, Leute. Oh mein Alter, was gucken wir uns hier an? Bruder, kletter raus. Boah, ey, ich habe mir gerade Panik gemacht, Alter. Wenn der jetzt erwischt worden wäre. Händchen. Vorsicht. Nein, 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 nein. Das ist nicht der Knopf. Aber jetzt sehen wir auch so diese Maschinerie, wie so ein Shredder aufgebaut ist. Schaut euch mal diesen riesen Motor an, der das Ganze antreibt. Und das hier ist, glaube ich, der An-Aus-Knopf. Ja. Also wir sehen, dass um diesen Shredder herum natürlich noch so eine große Maschinerie drin ist. Aber Händchen, nicht anmachen. Händchen. Lass die Finger von dem Ding. Finger weg vom Shredder-Händchen. Oh. Alleine Leute, wie abgenutzt die ganzen Klingen sind. Also man sieht ja an dem ganzen Lack, der so schwarz ist, dass als er den zum ersten Mal gekauft hat, die Klingen waren, glaube ich, schwarz lackiert. Aber die haben sich, glaube ich, irgendwann abgenutzt und sind dann wieder zu Edelstahl geworden. Ich frage mich, warum kauft man so einen Shredder, der schwarz lackiert ist? Aber ja. Der sieht halt irgendwie, ich find's cool, dass er so gebraut aussieht. Okay, ich glaube, jetzt wirft er einen Ping-Pong-Ball. Oh, oh, Rubikswürfel. Aber was ist das denn für ein komischer Rubikswürfel? In schwarz-weiß? Wer hat den denn gemacht? Hä, und im Inneren ist der farbig. Hä? Gut. Das ist eins der weirdesten Rubikswürfel, die ich, glaube ich, gesehen habe. Ich habe... Also, wie löst man den? Gibt es diese Farbe nur auf jeder Seite? Ich meine, schwarz-weiß. Ist das nicht voll der einfache Würfel, wenn man nur 2 Farben hat? Voller Lifehack. Für Anfänger, Freunde. Für Anfänger der perfekte Würfel. Oha! Ey, ich habe Real Talk, bis heute habe ich mich immer gefragt, wie sieht so ein Würfel von innen aus? Ich dachte immer, dass da auch so ein Würfelding ist. Aber das macht ja keinen Sinn, das muss ich ja drehen. Hier sehen wir dieses Gelenk und das ist auf so Stangen. Und ich glaube, die hier sind so seitlich dran.
Es ist weirde Konstruktion, aber ich glaube, ich verstehe sie nicht. Aber warum sind da hier zwei Farben so? Die sind irgendwie zusammengesteckt. Wie so Dominostein. Warte mal, ist der aus Würfeln gemacht worden? Ah, da wissen wir doch, Leute. Der Grinch. Wie heißt der nochmal? Schreib's mir kurz in die Kommentare. Wie heißt dieses Monster nochmal? Dieser Wandler. Ich hab den noch kurz im Gedächtnis gehabt, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Weg ist er. Tschüss. Gab wohl keine Actionfigur von dir, deswegen hat er es einfach ausgedruckt. Oh nein, 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 das machst du nicht. Das machst du nicht, Händchen. Wednesdays Tagebuch. Oh nein, das traust du dich nicht. Das traust du dich nicht, Bruder. Vergiss es. Nein. Händchen, nein. Weg von dem Schredder. Nein! Oh mein Gott, Alter. Wednesday wird dich höchstpersönlich aus der Schule mit einem Baseballschläger hunderte Meter weit wegschießen. Das sage ich dir, Händchen. Das sage ich dir. Ja. Oh, warte, was ist das? Oh, das ist aus der Serie, oder? Das ist Enid und das ist Wednesday. Ein Amulett. Gab es das in der Serie auch? Ich weiß es nicht. Oh nein. Passiert jetzt der Moment? Passiert es jetzt? Wo Wednesdays Händchen reinfällt? Ich glaube ja, oder? Nicht zu nahe kommen. Oh nein. Nein. Nein, Wednesday! Leute, das kam mir viel zu plötzlich. Das kam mir viel zu plötzlich. Moment mal kurz. Wie ist das passiert? Wie ist er gestolpert? Nein. Hä? Ach so, die Kette hat ihn runtergezogen. Oh nein, Händchen. Warum? Warum hast du das getan? Nein. Und jetzt sehen wir, Leute, Frame für Frame. Das war's, Bruder. Also eigentlich hat er noch Zeit gehabt, sich hier zu retten. Er hat sich ja mit dem Daumen noch festgehalten. Eigentlich müsste er es noch schaffen. Aber dann passiert das Unvermeidbare, Leute. Dann kommt die Kette, hakt sich hier an. Das ist schon mal die Voraussetzung. Und dann kommt es. Ding und Händchen wird von der Kette rangezogen. Und es gibt keine Rettung mehr. Händchen hat sich verabschiedet, Leute. Rest in peace, Händchen. Einfach mal in die Kommentare. RIP, Händchen. Nein. Oh, der ist aus Schaumstoff. Cool. Nein. Da kommt so Popcorn raus. Aber es ist doch nur ein Traum. Boah. Yo. Alter. Bruder. Wieder um Wednesday. Wer ist die Gute überhaupt? Woher kommt sie? Und warum blinzelt sie nicht einmal in der Serie? Das stimmt. Sie hat nicht einmal geblinzelt. Habt ihr jemals gesehen, dass Wednesday geblinzelt hat? Nie. Nicht einmal. Ich kann auch nicht blinzeln. Also ich trage Kontaktlinsen, deswegen muss ich öfter blinzeln als normale Menschen. Sorry, ich bin nicht normal. Das und vieles weitere erfahrt ihr in diesem Video. Wow. Wednesday ist noch immer voll im Hype und deswegen gibt es nochmal ein extra Video zu dem Thema für euch. Denn die Klicks nehmen wir natürlich mit. Ja, die Klicks nehmen wir natürlich mit, Alter, natürlich. Aber ey, es interessiert euch doch, oder? Also mich interessiert es ja auch noch, obwohl ich die Serie jetzt vor 2 Wochen gesehen habe, aber mich interessiert trotzdem alles Mögliche. Geht's euch auch so? Immerhin ehrlich, oder? Heute zeige ich euch die echte Geschichte hinter Wednesday. Und on top zeige ich euch ein paar Easter Eggs und ein paar Details zur Serie, die ihr bestimmt nicht kanntet. Worum geht's überhaupt in der Serie? Wednesday ist eine Comedy-Horror-Serie, die aktuell auf Netflix läuft und richtig Hype hat. Oh, ja. Aber auch dank Social Media langsam nervt. Das kann ich so nicht stehen lassen. Die Serie basiert auf der Figur Wednesday Addams aus der Addams Family. Wednesday Addams wird, nachdem sie wegen eines Anschlags mit Piranhas auf Mitschüler... Hey, Freak! Jungs, ich bin hier die Einzige, die meinen Bruder foltern darf, verstanden? Ja, das war der Beginn, ne? ...wurde auf die Nevermore Academy geschickt. Hier können sie lernen und wachsen, völlig egal wer oder was sie sind. Boah, hey Leute, das waren die gruseligsten Kreaturen, diese Gesichtslosen.
Die gruseligsten Kreaturen. Wie sehen sie denn? Ein Internat für Außenseiter, welches auch ihre Eltern besucht haben. Wednesday hat Mühe, sich in die Gruppe ihrer Mitschüler einzufügen. Ich tue so, als wäre es mir egal, wenn mich jemand nicht mag. Tief im Inneren. Genieße ich es sogar. Und muss sich mit ihren eigenen übersinnlichen Fähigkeiten auseinandersetzen. Sie wird Zeugin mehrerer Morde, die von einem seltsamen Monster begangen werden, und beschließt, diese zu untersuchen. Irgendetwas stimmt mit diesem Ort nicht. Und das nicht nur, weil es eine Schule ist. So viel jetzt zur Netflix-Serie. Die Addams Family wurde 1939 vom Cartoonist Charles Addams erfunden und tauchte zum ersten Mal als Comic in der New York Times auf. Die Addams sind Nachkommen einer sehr langen Linie von Hexen, Ghulen und anderen der Gesellschaft ausgestoßenen Wesen. Also die waren schon damals so ausgestoßen. Ne? Also wir haben natürlich schon in einem anderen Video auch ein bisschen gesehen, wie die Szenen aus dem originalen Film war. Aber jetzt erfahren wir noch ein bisschen mehr, das Tiefgründige darunter. Diese Horror-Family wurde so beliebt, dass Serien und Filme dazu entstanden. Und nach einigen Jahren der Stille kamen die Addams wieder durch die neue Netflix-Serie zurück. Ich bin's nicht gewohnt, dass sich Leute auf mich einlassen. Die meisten sehen mich und wechseln die Straßenseite. Die Addams-Family ist eine Art... Oh, kennt ihr das Feeling? Kennt ihr dieses Feeling? Ihr geht so, Leute, kennt ihr dieses Feeling? Es ist so, ihr geht zur Schule und ihr habt links und rechts die Straßenseite, so egal, so eine Gasse. Es kommt irgendein Typ oder irgendjemand euch entgegen und bevor ihr denkt, weißt du, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe keinen Bock mit dem. Ich gehe auf die andere Straßenseite, der ist ein bisschen creepy. Kennt ihr das Feeling? Kennt ihr das? Nein, kennt ihr nicht? Oder das Schlimmere, das ist das Unangenehmere, ihr lauft beide in die gleiche Richtung und du bist schneller und wirst gerade den überholen. Das ist super creepy, weswegen ich dann immer aus Prinzip die Straßenseite gewechselt habe. Satire auf die typische US-amerikanische Vorzeigefamilie. Okay, und jetzt sprechen wir mal über Wednesday selbst. Wednesday ist bekannt für ihre zwei schwarzen Zöpfe und ihre Faszination für den Tod und alles Gruselige. Sie liebt es, mit Spinnen zu spielen. Und in der Filmreihe ist sie die einzige Addams, die wirklich bösartig ist. Das Baby wiegt 10 Pfund, die Kanonenkugel wiegt 20 Pfund. Was also trifft zuerst auf die gepflasterte Auffahrt auf? Einmal verpasste sie einem Kind ein blaues Auge, weil es sagte, seine Familie sei besser. Außerdem tut sie ihrem Bruder immer irgendwie weh. Wenn ihr die Filme und Serien gesehen habt, dann wisst ihr über den Charakter genau Bescheid. Heute Morgen wollen wir darüber sprechen, wie man Waldbrände verhütet. Verhüten? Warum? Boah, Alter, die war ja schon damals so heftig. Die war schon eine Rebellin damals. Sie hat zum Beispiel mal ihren Bruder über ein Feuer geröstet und ihn durch Wasserfolterung gequält. Auch mit Stromstößen auf einem elektrischen Stuhl hat sie ihren Bruder gefoltert. Kinder! Was macht ihr hier? Ich töte ihn mit einem Stromschlag. Jetzt nicht. Wir müssen auf die Wohltätigkeitsauktion. Ja, weißt du was, Wednesday? Jetzt nicht. Das kannst du vielleicht nach der Wohltätigkeitsveranstaltung machen, okay? Das sind nur ein paar von vielen Beispielen, was sie mit ihrem Bruder getan hat. Ihr Charakter ist sehr düster, sadistisch und ohne viele Emotionen. Ach, Wednesday ist gerade in diesem ganz besonderen Alter. Da hat ein Mädchen immer nur das eine im Kopf. Die lieben Jungs. Mord und Totschlag. Aber deswegen lieben wir sie doch alle. Ah ja. Mittlerweile baut man sehr viele Details und Easter Eggs in Serien und Filmen ein, die man oft gar nicht bemerkt. Manchmal lohnt es sich, die Szenen öfter anzuschauen oder zu pausieren, um diese kleinen Details zu sehen. Wenn man zum Beispiel die Szene im Büro der Schulleiterin stoppt und auf den Schreibtisch von Direktor Weems zoomt, seht ihr unter einer Glaskuppel einen kleinen Schrumpfkopf. Eine Anspielung auf Harry the Hunters Schrumpfkopf. What? Warte, Harry the... Erkannte ich nicht, wusste ich nicht. Heftig. Aus der Horrorkomödie Beetlejuice von 1988. Der große Bär im Büro der Schulleiterin ist ein Easter Egg zu dem ausgestopften Bären, den man im Haus der Addams Family sah, in der Fernsehsendung aus den 60ern. Als Wednesday in der Krankenstation nach dem Vorfall mit dem Gargoyle lag, sah man sie dort auf dem Bett mit überkreuzten Armen, als würde sie in einem Sarg liegen. Genauso schlief Wednesday im ersten Film der Addams Family. Nachdem Wednesday zum ersten Mal Tyler traf, erklärte sie ihm, dass sie wüsste, wie man eine Kaffeemaschine repariert, da sie zu Hause ein Gerät mit einem ähnlichen Mechanismus hat. Oh, also mit Strommechanismus, mit Hitze, ne? Aha, das ist krass, ne? Ich dachte so, hey, ist die Elektrikerin oder was? Nö, sie hatte schon ein bisschen was anderes Zeug gemacht damit. Dampfguillotine, die habe ich gebaut, als ich 10 war. Das ist ein Rückblick auf die Szene mit der Guillotine aus dem Film der 90er, in der sie und ihr Bruder das jüngste Kind der Familie enthaupten wollten. Bekennst du dich schuldig? Schuldig? Das Urteil lautet Tod durch Enthauptung. Kinder, was macht ihr da drin? Spielen! What the fuck?
Wednesday erklärte Tyler ebenfalls, dass sie damit ihre Puppe als Kind köpfte. Die Enthauptung meiner Puppen musste effizienter werden. Das soll eine Anspielung aus der Serie von 64 sein und dem Film in den 90ern, in der sie mit einer kopflosen Puppe zu sehen war. Der Zugang zum Keller der Nachtschatten konnte durch ein Zweifel... Lass mich raten, die Hand hat auch irgendwas mit ihr zu tun. Eventuell. Vielleicht. Daches Schnitten geöffnet werden. Und wenn ihr dort das Intro der Sitcom im Kopf habt, dann habt ihr die Anspielung wahrscheinlich gecheckt. Später in der... Ja, deswegen haben die immer dann zweimal geschnippt. Das habe ich aber auch schon gewusst. Dieses Intro, Leute, legendär. Diese Intro-Musik, das kennt man. In der Szene beim Tanz wurde die Löschanlage aufgedreht, aus der rot gefärbtes Wasser regnete. Damit wollte man auf Stephen Kings Carrie anspielen. In der eine Gruppe von gemeinen Mädchen Carrie mit einem Eimer voller Schweineblut über sie schüttete. Wednesday sagte in der Szene ebenfalls, sie konnten nicht mal echtes Schweineblut verwenden und war sichtlich enttäuscht. Ihr erinnert euch sicher auch an die Szene, in der sie gefragt wurde, ob sie jemals mit Pfeil und Bogen geschossen hat. Sie antwortet darauf mit Ja, aber nur auf lebende Ziele. Das war wieder eine Anspielung auf die Filme, in der sie und ihr Bruder in ein Sommercamp geschickt wurden und ihr Bruder mit dem Bogen einen Vogel vom Himmel schoss. Oi. Das ist ein amerikanischer Weißkopfseeadler. Sind die denn nicht ausgestorben? Jetzt auf jeden Fall. Sogar eine Anspielung auf Freddy Krueger aus Nightmare on Elm Street konntet ihr sehen, als Annette zusammen mit Ajax die ausgestopften Tiere betrachteten. Eine dieser Tiere hatte Freddy Krügers gestreiften Pullover an, mit seinen Metallklauen. Als Wednesday im Café nach Tyler suchte, drückte sie auf die Klingel. Danach kam Tyler hinter ihr hervor und sagte zu ihr, du hast geläutet? Das ist eine Anspielung aus der Sitcom. Immer wenn die Adams an dem Seil mit dem Gong zogen, erschien ihr Diener ebenfalls innerhalb weniger Sekunden und sagte jedes Mal, ja, dieser zombieartige Diener, ne? Boah, ich fand den immer am krassesten. Ich weiß nicht. Der erinnerte mich immer an meinen Onkel. So, weil der heißt ja Adam, ne? Also aus Polen. Und denkt mir, Adams Family? Ja, genau. Kennt ihr schon die Adams Family? Sie haben geläutet. You're right. Alter. Tyler sie fragte, ob sie jemals bei den Mädchen fahrt. Ey, Tyler sieht aber auch so aus, als wäre das der Sohn von diesem Diener. Yo, vielleicht ist das eine Anspielung? Vielleicht ist das eine Anspielung? Der sieht so aus wie er. Hier, schaut euch mal an, Leute. Der sieht doch ein bisschen aus wie er. Yo, die Frisur. Die Frisur auch. Als Tyler. Die Frisur nicht ganz, aber das kommt ziemlich nah dran. Tyler sie fragte, ob sie jemals bei den Mädchen Pfadfinder war. Antwortete sie, ich kann Mädchen Pfadfinger zum Frühstück essen. Das ist wieder eine witzige Anspielung auf die Filme. Als ein Mädchen Wednesday fragte, ob sie einer ihrer Pfadfinderkekse kaufen wollte. Ich kaufe euch ein Glas ab, wenn ihr meine Pfadfinderinnenkekse kauft. Sind die aus frischen Pfadfinderinnen gemacht? Die Serie ist voller weiterer Nein. Easter Eggs, aber vielleicht wollt ihr ein paar davon selber aufdecken. Hier noch ein paar Random Facts. Die Serie hat einen Rekord gebrochen, der zuvor von der vierten Staffel von Stranger Things gehalten wurde. Das ist krass, ne? Die Serie hat einfach... Warte. Die haben die meisten Stunden an einer Woche gesehen. Alter, mit 341 Millionen Stunden wurden in einer Woche gestreamt. Das ist Rekord, das ist höher als von Stranger Things 4. Das ist krass, ne? Indem sie die meisten Stunden in einer Woche für eine englischsprachige Serie auf Netflix aufgewiesen hat. Jenna Ortega nahm Unterricht in Fechten, Bogenschießen, Kanufahren und in Deutsch. Ja, denn es gibt eine Szene, wo sie Deutsch redet. In der englischen Originalfassung begrüßt Wednesday im Pilgerdorf eine Gruppe deutscher Touristen und redet mit ihnen auf Deutsch. Genießen Sie Ihr authentisches Pilgrimfudge aus Kakaobohnen, bezogen von den Unterdrückten und Bewohnern des Amazonas. Was? Es wird eine zweite Staffel geben. Wusstet ihr, dass Wednesday während der gesamten Serie nicht blinzelt? Sie blinzelt einfach nicht. Das stimmt, ne? Das ist das Krasse. Das ist das krass Gruselige daran, ne? Macht nur ab und zu die Augen dramatisch zu, aber sie blinzelt nicht. Sie blinzelt einfach nicht. Die Original Wednesday Adams spielt in der Serie auch mit. Sie spielt eine Lehrerin der Nevermore Academy, Mrs. Thornhill. Da habe ich, wie gesagt, nicht erkannt. Das war der größte Moment, wo ich im letzten Video da gedacht habe, what? Aber ja, hier wisst ihr es nochmal. Die Serie wurde in Rumänien gedreht. Jenna Ortega hat diese bekannte Tanzszene als Wednesday selbst choreografiert. Inspiration holte sie sich von Videos, in denen Gothic Kids der 80er im Club tanzten. Und jetzt der beste Fact, die Serie wurde an einem Mittwoch veröffentlicht. Hey, wie dieses Video. Hä? Am 23. November an einem Mittwoch? Ist das ein... weil Wednesday heißt Mittwoch.
Jo, okay. Normalerweise kommen die Serien doch, glaube ich, so Freitag raus. Montag, Freitag. Ich glaube, Freitag kommen sie immer raus. Mein letztes Wednesday-Video, by the way, auch. Also wirklich, das war Zufall. Ganz ehrlich, wäre auch enttäuschend, wenn nicht. In der Serie hat eiskaltes Händchen übrigens die Nummer von Wednesday angezeigt. Ich habe sie angerufen. Wednesday ist gerade voll im Hype. Wenn du mich gleich wild rumschreien hörst, kann es auch sein, dass ich mich einfach amüsiere. Und wahrscheinlich ist es euch auch aufgefallen. Am Anfang wurde von der lebenden, halbtoten Hunter eine Nummer angezeigt. Das soll wohl die von Wednesday sein. Und dreimal dürft ihr jetzt raten, was wir machen. Yep, wir testen diese und rufen da mal an. Also ich bin mir sicher jetzt Real Talk, Real Rap. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Oder es muss was passieren. Es muss ja eine Nummer sein, die nicht vergeben ist. Oder sie haben sich diese Nummer selbst vergeben und da eine Hotline draus gemacht. Vielleicht ist dort auch ein Anrufbeantworter. Wir werden es rausfinden, ich bin gespannt. Heute geht es um Wednesday. Wenn ich dich so ansehe, kommen mir folgende Emojis in den Sinn. Seil, Schaufel, Loch. Die Serie ist gerade voll im Hype, vor allem auf Social Media. Was ich persönlich richtig cool finde, weil dadurch auch so ein bisschen der düstere Style so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ich meine, Leute, Wednesday Addams sieht einfach nice aus. Ich bin's nicht gewohnt, dass sich Leute auf mich einlassen. Die meisten sehen mich und wechseln die Straßenseite. Andererseits, wenn jetzt jedes zweite Mädchen auf TikTok anfängt, wie Wednesday rumzuposieren. Oh nein, ich sehe es schon. Nein, bitte spar dir diesen Einblender. Bitte. Dann fängt das Ganze doch schnell an, nervig zu werden. Anyway, Dankeschön. Herzlich gemacht. In der Serie wurde eine Nummer von Wednesday angezeigt. Wednesday wird während der Serie von einer lebenden, abgetrennten Hand begleitet. Und diese zeigt am Anfang der Serie die Telefonnummer von Wednesday. Wir hatten es schon öfter, dass in Serien Telefonnummern gezeigt werden. Manchmal sogar aus Versehen, wie zum Beispiel in Squid Game. Da war es halt wirklich aus Versehen. Und die Frau oder dem Typ, den die Nummer gehört hat, hat tausende von... Boah, geil, Alter. Der Typ hat einfach richtig viel Kohle bekommen. Das heißt, er ist der Einzige, der in Squid Game mit Geld rausgekommen ist. Nein, bis auf der andere, der gewonnen hat, ne? Anrufe bekommen. Daraufhin hat er aber auch ordentlich Schadensersatz bekommen. Ja, und wie gesagt, bei Wednesday wird auch eine Nummer angezeigt. Beziehungsweise die Nummer von Wednesday selbst, die wie gesagt ihr Begleiter die Hand anzeigt. Und ich meine, sie hat ja am Ende der Show ein Handy bekommen. Also Freunde, vielleicht probiert ihr es mal aus. Nein, probiert es nicht aus. Er macht das ja, wir werden herausfinden. Vielleicht kann er ja Wednesday auf ein Date einladen. Wer weiß? Wer weiß das schon? Zeigt. Die Nummer rufen wir jetzt gleich an. Vielleicht ist das ein Easter Egg. Vielleicht soll man die Nummer anrufen. Vielleicht geht Wednesday persönlich. Also ich bin mir 1000% sicher, dass diese Nummer hunderttausende Male angerufen wurde. Weil es safe Leute gibt, die so krass auf sie stehen, dass sie so sehr die Nummer anrufen wollen. Bei mir war das zum Beispiel so, als Kind... Da habe ich gedacht, man kann die Charaktere aus der Serie Victorious irgendwie kontaktieren. Ich dachte, die wären echt. Und ich glaube, ihr denkt, Wednesday ist echt. Deswegen, das ist natürlich nur logisch. Persönlich ran oder es passiert einfach nichts. Außerdem habe ich dank YouTube Shorts noch eine Möglichkeit gefunden, wie man Wednesday erreicht. Dazu später mehr. Aber erstmal kurzer Fact zu dieser Hand. Die Hand ist nicht, wie viele denken, CGI, also so Computer rein animiert. Das wissen wir natürlich. Darauf haben wir schon reacted. Das ist wirklich so ein creepy Dude, der hinter ihrem Rücken rumkrabbelt. Die ist echt, beziehungsweise wird von einem echten Menschen gelenkt. Victor Dorobantu ist Schauspieler, Zauberer und Illusionist und er lenkt diese Hand, also er ist die Hand in der Serie. Jedes Mal, wenn man eiskaltes Händchen sieht, ist es also Victor in einem blauen Ganzkörperanzug, der die Handbewegungen macht. Diesen Anzug kann man ihn in der Videoproduktion dann so rauseditieren, wie mit dem Greenscreen, bloß halt in blau. Auf jeden Fall musste der Typ während den Dreharbeiten die heftigsten Verrenkungen machen, damit die Hand immer in Position ist. Eine Sache muss ich aber noch loswerden. Es gibt in der Serie einen Logikfehler, der euch die Serie komplett kaputt machen könnte. Ihr erinnert euch, am Anfang war doch diese Piranha-Szene, die dafür verantwortlich war, dass Wednesday von der Schule flog. Hey, Freak! Jungs, ich bin hier die Einzige, die meinen Bruder foltern darf, verstanden? Ihre Eltern meinten daraufhin, das hätte böse für sie enden können, wenn jemand gestorben wäre. Die Familie des Jungen wollte Anzeige wegen versuchten Mordes erstatten. Und wenn es dann in der Akte stünde, dann würde das nämlich ein ganz schlechtes Licht auf sie rücken.
Aber haben die nicht schon viele blöde Sachen gemacht in der Vergangenheit? Was wäre das nur für eine Akte? Daraufhin meinte aber Wednesday, wenn in ihrer Akte stehen würde, dass sie versucht hat, also nur versucht hat, jemanden zu töten, also es nicht geschafft hat, dass das schlecht aussehen würde. Weil sie es nicht geschafft hat, ja. Was eine Blamage. Sie versagt hätte, ja, weil sie es eben nur versucht hat. Eine furchtbare. Dann wüsste jeder, dass ich den Job vermasselt habe. Ein paar Folgen später aber beschuldigt sie ihren Vater wegen versuchten Mordes. Sie ist so abgefuckt, dass sie nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben will. Außerdem hilft sie dem Sheriff, die Morde zu lösen. Was jetzt, Wednesday? Das kann ich so nicht stehen lassen. Eigentlich filetiere ich die Leichen meiner Opfer, um sie dann meinen Tieren dem Fraß vorzuwerfen. Nur so nebenbei, Freunde. Lasst uns jetzt versuchen, die Nummer anzurufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die dritte Nummer eine 3 ist oder eine 9. Die dritte Nummer ist für mich eine 3 oder eine 9. Aber ich glaube, es ist eine 3. Ah, Mann, Alter, das haben die mit Absicht so gemacht. Das könnte auch eine 8 sein. Deswegen versuchen wir beide Varianten. Aber ich glaube, es ist eine 3 und um es spannender zu machen, fangen wir erst mit der 9 an, okay? Also. Ja, gut, komm. 4 oder vielleicht ist es doch die 9. Du musst den Ländercode machen. Du musst den Ländercode. Das ist die amerikanische Nummer, aber du musst noch den amerikanischen Ländercode dazu nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie man Nummern eingibt mit so einem Strich. 419-555-1938. Vielleicht ist das ja der Code. Ganz ehrlich, das haben wir uns auch gedacht. Okay, hat nicht funktioniert. Okay, aber ich gehe mal davon aus, das Video geht ja noch ein bisschen. Da muss was passieren. Diesmal mit der Vorwahl von Amerika. 001. Ja, genau, das ist es. 419-555-1938. Ja. Wenn zumindest amerikanisch. Das ist das Gleiche, was da gesagt wurde. Also hat die Vorwahl nicht notwendig, war die da nicht notwendig. Okay, das hat wieder nicht funktioniert. Diesmal probieren wir das mit der 3 an der dritten Stelle und ich bin mir sehr sicher, dass das die Nummer ist. Deswegen, wir fangen wieder an mit 4. Komm. 1, diesmal 3. Komm, Wednesday, geh ran. 555-1938. Okay, Freunde, und jetzt probieren wir das Ganze mit der Vorwahl der USA. Bitte, Wednesday, geh doch nur ran. Wir wollen nur Hallo sagen. Das war's. 419-555-1938. Bereit? It is not possible to establish a connection. Nichts passiert. Ah, das gibt es nicht. Ich dachte, es wäre real. Naja, aber sie hätten ein Easter Egg machen können. Vielleicht wie, das ist die Wednesday Hotline. Ich bin leider nicht erreichbar. Tschüss. Sowas zum Beispiel. Schade. Schade. Es funktioniert nicht. Was machen wir jetzt? Ich muss mal kurz was googeln. Wisst ihr was? Lass mal Just for Fun mit der deutschen Vorwahl probieren. Vielleicht wird die auf Deutsch, also bei uns in Deutschland so angezeigt und... Hä? Ja gut, stimmt. Vielleicht ist die Nummer, aber... Er hat doch die amerikanischen Clips genommen. Vielleicht ist die Nummer in der deutschen Version dann anders. Eigentlich nicht, macht gar keinen Sinn. Aber vielleicht passiert hier was. Hallo, Telepizza? Nee. Okay, aber wie gesagt, Freunde, ich habe noch eine Möglichkeit gefunden, Wednesday zu erreichen, dank YouTube Shorts. Und mal gucken, ob es funktioniert. Oh, wahrscheinlich reactet der jetzt auf ein Video. Das sieht dann aus wie FaceTime. Okay, wir können uns das. Seien wir doch mal ehrlich. Als ob. Okay. Und zwar, Freunde, ihr werdet lachen. Ich muss ja selber lachen, wenn ich dran denke. Wednesday ist ja ein Remake von der Serie The Addams Family. Kinder, was macht ihr hier? Ich töte ihn mit einem Stromschlag. Jetzt nicht. Wir müssen auf die Wohltätigkeitsauktion. Also mehr oder weniger Remake, aber nicht so wirklich. Und die heißen ja auch Addams.
Und anscheinend gibt es die Möglichkeit, wenn man das Opening... Okay. ...als so Tastenmelodie nachspielt. Ja, okay, übertreib's mal nicht, Bruder. Das hätten die aber wahrscheinlich die Nummer schon vorher geklärt. Erreicht man die Familie Adams? Nein! Also das Haustelefon. Also nicht Wednesday selbst, sondern die Familie. Ja, Händchen geht dann dran. Aber dann wirst du nichts hören, da kann er nicht sprechen. Familie Adams. Wenn's. Ja. Okay, wir probieren es einfach aus. Vielleicht klappt das ja. So, und zwar geht das so. Also. Nee. Okay. Ja, genau, diese Nummer. Ey, Leute, kennt ihr schon die 1236 Nummer? Ja, natürlich, habt ihr schon oft genug angerufen. Aber ich habe das schon am Handy oft gemacht, dieses, Leute, das war so ein nices Feeling immer. Und jetzt sollen wir diese Nummer wählen, anrufen. Passiert nix. Okay. Passiert nix. Hier ist die Adams Family. Ruf hier nie wieder an, du kleiner Pisser. Und schneid dir mal die Haare. Wobei, nee, sieht ganz geil aus. Hä? Das ist doch kein FaceTime gewesen. Freunde, wie ihr sehen könnt, es passiert nichts. Also fast nichts. Falls ihr mehr Videos dieser Art wollt, dann... Ja, es ist nichts passiert, aber... ...und Sam Winchester, Mulder und Scully, Wednesday und Händchen. Jeder, der übernatürliche Verbrechen aufklärt, braucht einen Partner, der ihn unterstützt. Wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, oder stellt sich heraus, dass eine körperlose Hand sehr oft sehr nützlich ist. Das stimmt, das habe ich mir auch gefragt. Wie haben die denn diese Hand gemacht? Ne? Also vor allem, die ist auch echt gut animiert. Oder ist es überhaupt eine Hand? Also das muss man herausfinden, weil die Hand sah so realistisch aus. Ich weiß nicht, ob die nicht echt war. Also, naja. Außerdem war es eine beeindruckende Leistung, diesen Effekt auf Film zu verewigen. Schaut weiter, um herauszufinden, wie sie es gemacht haben. Obwohl Wednesday Adams nicht vorhatte, in ein Kaninchenloch zu stürzen, als sie sich an der Nevermore Academy einschrieb, hatte das Schicksal andere Pläne. Die Ereignisse von Wednesday beginnen mit einem sofortigen Verweis der Titelfigur von der Highschool. Morticia und Gomez Adams verfrachten sie an einen Ort, an dem sie unter ihresgleichen sein kann. Eine Schule für skurrile Heranwachsende. Wednesday hat die Absicht, ihr unsoziales Verhalten fortzusetzen. Doch das ändert sich... Ja, genau, die ist ja in, damit ich euch kurz so ein bisschen einstimmen kann, falls ihr die Serie nicht gesehen habt, die ist ja auf der anderen Schule verwiesen worden, weil sie dort in einen Pool Piranhas reingeworfen hat, wo Leute drin waren. Und ja, das sah nicht so ganz gut aus, ja für sie. Und ja. Als sie sieht, wie ein Mitschüler von einem seltsamen Monster ermordet wird. Mit der Hilfe eines Assistenten aus ihrer Kindheit übernimmt Wednesday den Fall. Zunächst ist Händchens Beteiligung etwas unwillig, da Wednesday ihn wie einen aufmüpfigen Angestellten behandelt. Doch nach einiger Zeit fallen Wednesdays Grenzen und sie werden zu echten Verbündeten. Die Fans der Tim Burton-Serie... Stimmt. Am Anfang waren die noch so richtig gegeneinander. Ey, du, schwörst du, dass du für immer mir dienen wirst oder du verlierst deine Finger oder sowas, ne? Aber das Händchen war tatsächlich am sympathischsten von der Serie. Wirklich richtig witziger Charakter. Ich hoffe, man sieht davon dann in Staffel 2 mehr. Also, keine Ahnung, wie die Staffel 2 sein wird, aber ey, vielleicht besser als Squid Game Staffel 2? Wo ist die Squid Game Staffel 2, frage ich mich. Wir waren schnell in Händchen verliebt und lobten in den Social Media den hilfsbereiten, einfühlsamen Freund von Wednesday. Ein Reddit-User schrieb: Händchen ist brillant. Ich liebe es, dass Wednesday einen Teil ihrer Familie bei sich hat, so dass sie nie wirklich alleine ist. Wednesday mag eine modernisierte Version des beliebten Franchises sein. Allerdings beinhaltet die Netflix-Serie immer noch die klassischen Merkmale, die Fans begeistern. Es dauert nicht lange, bis Wednesday sich in der Schule einlebt und entdeckt, dass sie nicht alleine ist. Händchen folgt ihr zunächst auf Geheiß ihrer Eltern, schließt sich ihrem wilden Kreuzzug aber bald mit seinen handwerklichen Fähigkeiten. Ich habe mich echt gefragt, wie haben die das hingekriegt, diese ganzen Shots? Kann sein, dass dieser einzige Shot gerade wirklich animiert ist, weil es sieht ein bisschen unnatürlicher aus. Also es kann ein Mix sein zwischen Animation und vielleicht einer echten Hand? Wir werden es gleich sehen. Mag den Anschein haben, dass das abgetrennte Anhängsel nur das Ergebnis von... Hier, ich meine, guck mal, wie realistisch das aussieht. Ne? Also das sieht ja aus wie eine Hand von irgendeinem Typen. Ich, keine Ahnung, aber ja. Grafiken ist. Aber damit würde man dem Mann hinter der Hand, Victor Dorobantu, nicht gerecht werden. Wie Netflix auf Twitter mitteilte, wird Händchen von Dorobantu dargestellt. Oh, warte. Victor Dorobantu. Das ist Händchen? Yo, sorry, Bruder, dass man für die Serie dir eine Hand abgenommen hat. Also, es tut mir wirklich leid, dass du jetzt nur noch eine Hand hast.
In Staffel 2 wird wahrscheinlich die andere Hand genommen. Dann vielleicht Händchen links und Händchen rechts, die treffen sich dann und werden ein Paar oder so. Aber ja, das sieht man schon. Ne? Aber der hat doch hier Tattoos, ne? Oder sind das Ringe? Der einen blauen Ganzkörperanzug trägt, um den Effekt... Oh mein Gott, so sieht das also aus. Er trägt einen Ganzkörperanzug und... Alter, wie creepy das ist so, ne? Die sitzt da so, da im Hintergrund ist so ein Typ in einem blauen Anzug. Yo, by the way, ist blauer Anzug und nicht grün, weil jetzt kleine Info am Rande, Freunde. Früher hat man, also ich nehme zum Beispiel einen Greenscreen auf und ich weiß, was das Problem ist bei einem Greenscreen. Es kann sein, dass der Rand hinten, also kurz bevor die Kanten kommen, dass das hier grün ist, weil der Greenscreen noch so ein bisschen Licht reflektiert und zwar grünes Licht. Und natürliches Licht ist so ein bisschen mehr bläulich und deswegen blau ist zwar... schwierig rauszueditieren, wenn man blaue Szenen hat. Hier ist zum Beispiel fast nichts blau. Also man sieht es in dem ganzen Bild, Freunde, sieht man fast nichts Blaues. Mehr so grün. Also hier ist ein bisschen was blau, aber man muss ja auch nur in dem Bereich tatsächlich was wegeditieren. Dann ist es tatsächlich ziemlich vorteilhaft, blau oder ein Bluescreen zu nehmen, weil eine Reflexion von einem Bluescreen würde realistischer aussehen im Gesicht als ein Greenscreen, weil wo leuchtet etwas grün? Nichts leuchtet grün sonst in der realen Welt, eher der Himmel, der uns anstrahlt, der blau ist, oder blaues Wasser oder so. Zu erzielen. Da er in vielen Szenen an schwer zugänglichen Stellen zu sehen ist, muss sich der Schauspieler verrenken und oft auf den Boden... Oh mein Gott! Yo! Die Szene da mit dem im Gefängnis wurde so gedreht? Alter! Der Typ, es sieht aus, als hätte da gar keinen Bock drauf. Es sieht aus, oder wie bin ich hier in diese Lage gekommen? Boden kriechen, um die nötigen Aufnahmen zu machen. Dorobantu zeigt sogar ein Video auf seinem persönlichen Instagram-Kanal, in dem er den Prozess des Drehs einer bestimmten Unterwasserszene beschreibt. Auch wenn diese Anstrengungen mühsam erscheinen mögen, besteht kein Zweifel daran, dass das Ergebnis letztendlich ein Erfolg ist. Wednesday würde es nie zugeben, doch sie braucht Händchen. Mit ihrer antisozialen Masche. Das stimmt, ey, ich muss mir gerade jetzt so vorstellen, tut mir leid, aber ich muss mir gerade so vorstellen, wie der Typ da an Wednesday die ganze Zeit die betatscht und an der Schulter entlang so runtergeht. Ich so, oh, Alter, das ist doch, das ist voll creepy einfach. Keine Ahnung, was die sich da so vorstellen würde, aber ich wäre da irgendwie, keine Ahnung, ich hätte da ein bisschen Angst. Also ich weiß auch nicht, ob die kitzlig ist oder so, aber bei so mit den Händen diese Bewegung, ja. Das ist schon, also ich würde gerne die Szene sehen, wenn sie unbearbeitet ist. Wieder der Typ da so hinten an ihr da. Boah, Junge, ganz, ganz, ganz komisch, Alter. Ganz komisch, Dicker. Kommt sie nicht weit und Händchen ist ein Unterstützer, der sie nie verurteilt. Ob er sie heimlich in Leichenhallen bringt oder... Aber ich will so gerne mehr von Händchen sehen, ne? Also mehr von Händchen in Staffel 2. Yo, was? Warte, Leute, seht ihr das? Da links ist eine Razer-Tastatur. Ey! Bro, das ist vielleicht die gleiche, die ich habe. Vielleicht. Das könnte die genau... Das ist meine Tastatur. Ja, ja, das ist genau meine Tastatur. Hier, die hat auch die Knöpfe. Leute, guck mal, ich habe was von Wednesday aus der Serie. Habt ihr was von Wednesday? Ich habe die Tastatur gekriegt. Ja. Ich habe ihr ein Kleid für den Tanz besorgt. Händchen hat seine Hingabe zu seiner gruseligen Herrin bewiesen und ihn zu einer der sympathischsten Figuren in Wednesday gemacht. Wie ist der in dieser Szene bitte gelaufen? Also, wie hat er das geschafft? Ist er so gekrabbelt? Ja, okay, kann er sein. Die Fotos von Victor Dorobantu als Händchen hinter den Kulissen haben das Internet im Sturm erwartet. Okay, hier sehen wir so ein Bild, Freunde. Das sieht sehr unangenehm aus. Ich glaube, es sieht wirklich... Da zeigt sich so wirklich, wie man als Schauspieler gut arbeiten muss, ne? Dass man alles um sich herum vergisst. Man will diese Illusion machen. Und wenn man dieses Foto sieht, das ist irgendwie, ich weiß nicht, es sieht so komisch aus. Es sieht so merkwürdig aus. Erobert. Und viele loben den Schauspieler für seine schwierige Rolle. SNL-Absolventin Lorraine Newman zeigte sich auf Twitter beeindruckt und schrieb, ich staune aufrichtig über den Schauspieler, der Händchen in Netflix Wednesday spielt. Aber er hat den richtig gut gespielt. Also, ich habe wirklich geglaubt, du hast nicht daran gedacht, dass da irgendwo das Fake aussieht. Du dachtest, es ist einfach so. Es ist einfach so. Und es sah so gut aus. Die Bewegungen waren absolut heftig. Also der hat wirklich ein ganz, ganz dickes Talent, der Typ. Ganz dickes Talent. Victor Dorobantus Arbeit ist atemberaubend. Da Dorobantu in aller Munde ist, muss man sich fragen, wer ist er?
Im Zuge der Popularität von Händchen sprach Doro Banto in einem offenen Gespräch mit Vanity Fair über seine Rolle in Wednesday. Der 25-jährige Magier äußerte sich zu den viralen hinter den... Ah, ist ein Magier. Okay. Okay. Kulissenfotos wie folgt. Ich wusste nicht, dass wir so viele Fotos von mir hinter den Kulissen haben. Es ist irgendwie interessant, das zu sehen. Sogar für mich. Ob die Fans glauben, dass Wednesday Doro Bantus erster Auftritt als Schauspieler ist? Doro Bantu, der in seiner Heimat Rumänien als Close-Up-Zauberer arbeitet, landete bei einem Casting in Bukarest, wo er neben zwei anderen Zauberern als Finalist für die Rolle auserwählt wurde. Warum er die Rolle bekam? Der Magier hat keine Ahnung. Der Darsteller erzählte dem Magazin, ich wünschte, Tim Burton würde mir sagen, was er in mir gesehen hat. Was der Trickster aber weiß, ist, dass er und der... Er hat ihm in eine Hand gesehen. Er hat gesehen, dass er eine Hand ist. Serienschöpfer sich blendend verstanden haben. Er erzählte, wie sich seine Hand auf dem Tisch zu verselbstständigen begann, während er zum ersten Mal mit Burton plauderte. Er sagte, ich glaube, Tim sah vor sich einen Schauspieler und die Hand getrennt. Es war also vom ersten Moment an eine Verbindung. What are you gonna do? What I do best. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der besten Momente aus Wednesday Staffel 1. Genießen Sie Ihr authentisches Pilgrim-Fudge aus Kakaobohnen. Was? Die hat auf Deutsch geredet in der englischen Synchro? Okay, das ist krass, weil das kriegt man überhaupt nicht mit. Bezogen von den Unterdrückten und Bewohnern des Amazonas. Was? Alle einen nehmen dazu, dass er armselige Schüsschimpfe bereit, amerikanischen Geschichtes auf Fress durchhalten. Warte, ich hab das gerade nicht verstanden. Ich versuch's mal auf Deutsch zu verstehen. Was sagt sie gerade? Dazu, dass er armselige Schüsschimpfe bereit, amerikanischen Geschichtes auf Fress durchhalten. Ich hab nur erhalten verstanden, aber sonst nichts. In dieser Liste sehen wir uns die unheimlichsten, gruseligsten und gespenstischsten Szenen in Netflix' total verrückten Addams Family Spin-Off an. Wenn du die erste Staffel von Wednesday noch nicht gesehen hast, Achtung, Spoiler voraus. Was ist dein Lieblingsmoment in Wednesday? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Also alle sagen jetzt bestimmt so, die Tanzszene. Alle sagen die Tanzszene. Ja, ich sag Leute auch, Tanzszene war gut. Ne? War cool. Da ein riesen Meme, riesen Trend auf TikTok. Aber ich fand, beste Szene, weiß ich nicht, werden wir in dem Video erfahren. Platz 10, Wednesdays erster Kuss. Ja, war auch gut. Probably. Definitely. Addams Family Fans werden sich an den Kuss von Wednesday mit Joel Glicker im Camp Chippewa in Addams Family Values von 1993 erinnern. Aber in Wednesday ist der erste Kuss des Teenagers noch viel intensiver. Wednesday befindet sich in einer Dreiecksbeziehung mit dem Nevermore-Mitschüler Xavier Thorpe und seinem Jericho-Rivalen Tyler Galpin. Da sie keine Gefühle zeigt, haben beide Jungs das Gefühl, gemischte Signale zu empfangen. Doch nach Xaviers Verhaftung besucht sie Tyler im Weatherwane und macht dort weiter, wo sie bei ihrem seltsam romantischen, feenhaften Date in Crackstones Krypta aufgehört haben. We're closed. Then you should lock your doors. There's some real sick people out there. Aber es ist nicht nur irgendein Kuss. Sie hat eine Vision und erkennt, dass Tyler der Hyde ist. Nur Wednesday Addams würde... Ja, also ich dachte so, Alter, oh, endlich mal Happy End und so. Danach war alles anders. Ihren ersten Kuss mit einem buchstäblichen Monster haben. Of course the first boy I kiss would turn out to be a psychotic serial killing monster. I guess I have a type. Platz 9, das Fechtduell. For the final point, I would like to invoke a military challenge. No masks, no tips. Winner draws first blood. Wednesday Addams ist die Neue an der Nevermore Academy und wie könnte man sich besser vorstellen, als gegen die Schulkönigin Bianca Barclay anzutreten. Als Wednesday beim Fechttraining auftaucht, macht sie einen Bogen um Bianca und fordert sie zu einem Duell heraus. Das war, glaube ich, die erste Folge der Serie, glaube ich zumindest. War auf jeden Fall spannend. Ich dachte, oh, die gewinnt das easy peasy, Alter. So schreibt man halt irgendwie heutzutage alle Stories. Jeder gewinnt immer. Man ist immer der Beste. Man ist eine Mary Sue und so weiter. Wie in Star Wars Episode 7, ne? Rey, alles Mögliche, sie kann alles. Aber nein, hier ist es nicht so. Interesting thing about bees. Pull out their stingers and they drop dead. Wednesday stammt aus einer Familie von Spitzenfechtern, insbesondere aus der des Addams-Patriarchen Gomez. Und in dieser Serie war Morticia in ihrer Nevermore-Zeit Kapitänin des Fechtteams. Es liegt also auf der Hand, dass ihre Tochter ein paar ernsthafte Fähigkeiten mitbringt. Point to Wednesday.
Wednesday und Bianca holen jeweils einen Punkt, bevor die Masken fallen. Let's see if you bleed in black and white. Wednesday geht zwar nicht als Siegerin hervor, aber sie hat gezeigt, dass sich hinter dem düsteren Blick eine Kämpferin verbirgt. Platz 8. Goody heilt Wednesday. Ja, wie gesagt, auch nice, unerwartet. Und ja, Goody heilt Wednesday. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Ah, ja. Der Geist. In Wednesday spielt Jenna Ortega sowohl den titelgebenden Teenager als auch ihre Vorfahrin Goody Adams, eine der ursprünglichen Ausgestoßenen und Opfer des ausgestoßenen, hassenden Jericho-Gründers Joseph Crackstone. Aber sie ist auch diejenige, die ihn in ein frühes Grab gebracht hat. Wednesday ahnt nicht, dass sie das gleiche Schicksal ereilen wird, als Miss Thornhill Crackstone mit ihrem Adams-Blut wieder auferstehen lässt, um seinen Sarkophag zu öffnen. Die Dinge sehen düster aus, bis der Geist von Goody erscheint und Wednesday hilft, dank des Talismans, den Morticia ihr geschenkt hat. Die Adams waren schon immer eine enge Familie, die bereit war, füreinander zu sterben und zu töten. Also dieser Talisman, ne, den habe ich komplett vergessen, dass es den gab. Ne? Einmal hast du Heilung freigeschaltet. Einmal. Aber dann ist auch schon wieder vorbei, Alter. Dann ist auch schon wieder vorbei. Und diese Szene beweist, dass ihre familiäre Bindung über das Grab hinausgeht. Oral said you were dead. I'm feeling much better now. You're like a cockroach. Please, flattery will get you nowhere. Platz 7. Den Poe Cup gewinnen. I just asked myself, WWWD. What would Wednesday do? Wednesday Adams ist nicht dafür bekannt, ein Teamplayer zu sein. Deshalb waren wir genauso begeistert wie Enid, als sie sich den Black Cats für das Poker-Rennen anschloss. Das war sehr cool. Ich fand, das war sehr, sehr, sehr cool, Leute. Also, war auch spannend. Ich habe keine Ahnung, wie die Regeln waren. Es gab keine Regeln. Einfach hin und her fahren. Natürlich war ihre Hauptmotivation rachsüchtige Sabotage, aber wir glauben, dass sie auch ihrer Mitbewohnerin helfen wollte. I want to humiliate Bianca so badly that the bitter taste of defeat burns in her throat. Yeah, but mostly you're doing it because we're friends, right? In einem Catsuit, der an Catwoman aus Tim Burtons Batman Returns erinnert, ist Wednesday entschlossen, Bianca in ihrem eigenen Spiel zu schlagen. For the record, I don't believe I'm better than everyone else. Just that I'm better than you. I want to welcome you all to the Edgar Allan Poe Cup. Mit Hilfe von Thing schaltet sie Biancas Sirenenhelferin und... Ich komme immer nicht auf klar, dass das Ding halt wirklich Thing heißt, aber bei uns heißt es eiskaltes Händchen. Ist das irgendwie so ein Übersetzungsfehler? ...unter Wasser aus, versenkt das Kanu der Goldbugs und führt die Black Cats zu einem historischen Sieg, sehr zur Freude von Enid. Admit it, you kind of got into the whole school spirit thing. You didn't tell me it was a dark, vengeful spirit. Platz 6. Ein feuriger Solo. Ja, das war auch. Die Szene war cool. Die war cool. Eine der besten Fähigkeiten von Wednesday Adams ist das Cello. Und in der ersten Folge hören wir sie eine ergreifend schöne Interpretation von Painted Black von den Rolling Stones spielen. Aber in der dritten Folge spielt sie vor Publikum ein noch epischeres Solo. Als sich die Nevermore-Schüler zum Outreach-Day unter den Normalos versammeln, ist sie gezwungen, mit der Jericho-Schulband Don't Stop von Fleetwood Mac zu spielen. Doch kurz nachdem Schulleiter Weems und der Bürgermeister die neue Statue des Jericho-Gründers Joseph Crackstone enthüllt haben, gibt es... Na, da passiert's dann natürlich, Leute. Da passiert's. Da geht dann, da geht dann die Bombe los, ne? Das ist eine Explosion. Puff! Der Typ, der da immer so pennt, Leute. Dieser Typ! Oh, ich penn mal weiter, Alter. Kann da ruhig alles passieren. Ich penn weiter. Und als diese in Flammen aufgeht, wechselt Wednesday zu einem passenderen Stück für das Chaos. Winter des italienischen Komponisten Antonio Vivaldi. Es ist dunkel, intensiv und sehr Wednesday Adams. Das war wie gesagt auch ein sehr cooler Song. Ja, sehr, sehr cooles Lied. Ja, feier ich. Platz 5. Piranha-Wache. Ah.
Das Intro. Das Intro der Serie, Freunde. Ah, das Intro. Das erste Mal, dass wir Wednesday Addams in der Serie sehen, geht sie durch die Flure der Nancy Reagan High School. Sie findet ihren Bruder Pugsley in einen Spind gestopft und wir haben das Gefühl, dass das nicht das erste Mal ist, dass sie in der Schule terrorisiert wird. I want names. Don't know who they were. Honest. Happened so fast. Pugsley, emotion equals weakness. Als sie eine Vision von Pugsleys Peiniger bekommt, macht sich Wednesday in aller Ruhe daran, sich zu rächen. Sie schlendert mit Säcken voller Piranhas in das Schwimmbad der Schule, wirft sie ins Becken. Ich glaube, das war der erste Moment, wo wir dann wirklich die Visionen von Wednesday gesehen haben, ne? Das war wahrscheinlich der erste Moment. Und sieht zu, wie sich das Wasserballteam vor Angst krümmt. The only person who gets to torture my brother is me. Einer der Schwimmer verliert sogar dabei ein Körperteil. You know the old saying, never bring a knife to a sword fight. Unless it's concealed. Ich mach mal ein bisschen schneller, Leute. He lost a testicle. I did the world a favor. People like Dalton shouldn't be allowed to procreate. Die Szene ist ziemlich grausam, aber Wednesday verdrehte Art, ihren Bruder zu schützen, ist unbestreitbar unterhaltsam. Platz 4. Wednesday besiegt Crackstone. Ah, Crackstone. Ja, den kenne ich nicht. Also ich bin da nicht so in diesem Addams Family Ding drinne. Aber der Crackstone, das klingt schon lustig. We have roots that go all the way back to Joseph Crackstone. So you come from a line of psychotic killers too. Joseph Crackstone was a visionary. Nachdem sie von Thornhill alias Laurel Gates entführt, von Crackstone erstochen und dann von ihrem geisterhaften Vorfahren geheilt wurde. Kann es sein, dass dieser Typ vom selben von Thornhill alias Laurel Gates entführt von Crackstone? Kann das sein, dass dieser Typ vom selben Schauspieler gespielt wird wie der Onkel von ihr? Also der mit der Glatze? Nur mit einer Maske? Erstochen und dann von das Leute, dieses Grinsen, das erkenne ich doch. Das erkenne ich doch. Das ist bestimmt der gleiche Schauspieler. Ihren geisterhaften Vorfahren geheilt wurde, ist Wednesday Addams bereit, es mit dem mörderischen Pilger aufzunehmen. 100%. Er erfüllt, alle Ausgestoßenen zu vernichten. Howdy, Pilgrim. How can thy heart still beat? What demon sorcery is this? Stay away from her! Wednesday fängt einen Pfeil für Xavier, was nur fair ist, da er sie davor bewahrt hat, von einem Wasserspeier zerquetscht zu werden. Aber der Pfeil macht ihr nichts aus und sie ist immer noch im Kampfmodus. Dann geht dieser Kampf los, ey. Mit der Hilfe von Bianca sticht Wednesday Crackstone in sein schwarzes Herz. Schon bevor sie ihre fast tödlichen Wunden überlebte und ihr Leben riskierte, um ihre Mitstreiter zu retten, wussten wir, dass Wednesday Addams ein knallhartes Mädchen ist. Aber diese heldenhafte Aktion zeigt, wie mächtig sie mit ein wenig Hilfe... Und das war das Intro von Herr der Ringe, Alter. Jetzt wissen wir, wo der Ring herkommt. ihre Freundin ist. I owe you, thank you. We're getting that Benson title next year. So don't let killing one supernatural pilgrim get to your head. Platz 3. Tylers monströse Offenbarung. Ironic would have been framing Xavier for murder while the real Hyde helped me put him away. Das war das krasseste, Leute. Ich habe niemals gedacht, also ich habe schon immer am Anfang gedacht, so, ey, der ist das doch. Safe ist er irgendwie der Böse. Irgendwie. Dachte ich am Anfang. Dann dachte ich es nicht, dann dachte ich, es wäre anderer, dann dachte ich, es wäre eine andere, dann nochmal ein anderer. Ich war so verwirrt, dass ich komplett überrascht war, was da bitte schön abging. Ich habe keine Ahnung gehabt, was passiert ist. Wednesday schmiedet einen Plan, um zu beweisen, dass Tyler der Hyde ist, was er natürlich abstreitet. Sie ist bereit, mit extremen Verhörmethoden ein Geständnis zu erzwingen, wird aber von Sheriff Galpin aufgehalten, bevor es zu heftig wird. Auf dem Polizeirevier offenbart Tyler Wednesday, dass sie recht hatte, aber dass sie bereits verloren hat. Ask a question. What does it feel like? What does what feel like? To lose. Er erzählt ihr von den furchtbaren Dingen, die er unschuldigen Menschen angetan hat und wie sehr er das Gemetzel genossen hat. And it was delicious. You have no idea what's coming. Egal, ob du den freundlichen Barista die ganze Zeit verdächtigt hast oder nicht, das ist eine erschreckende Szene, die eine unheimliche Seite von Tyler zeigt, die wir noch nicht gesehen haben. Ich dachte immer so, ey, der ist doch nicht so. Das ist der wir verdächtigen den Falschen. Das ist der Falsche. Aber nein, Leute, das war der geilste Plot-Twist. Ich fand, das war den geilsten Plot-Twist. Das habe ich nicht kommen sehen. Und ich sehe viele Sachen kommen. Platz 2. Enid rettet Wednesday. Okay, ja, auch eine starke Szene, ja. Auf Platz 2, ich würde sagen, ja. Dann gibt es ja nur noch auf Platz 1 eine Szene. Und ich glaube, weiß ich nicht, ist das die Offenbarung von der Lehrerin? Das müsste es sein, oder?
Die unsoziale Wednesday Addams hat nicht viele Freunde. Oder naja, überhaupt keine Freunde. Das heißt, bis sie auf die Nevermore Academy geht, wo sie ihre quirlige Werwolfzimmergenossin Enid Sinclair kennenlernt. Welcome to Ophelia Hall. Not a hugger. Obwohl sie so gegensätzlich sind, entwickeln die beiden eine Bindung, während Wednesday langsam ihre emotionalen Grenzen aufbricht. Will you forget about me? Enid, the mark you have left on me is indelible. Anytime I grow nauseous at the sight of a rainbow, I hear a pop song that makes my ears bleed. I'll think of you. Und wenn Wednesday in Schwierigkeiten steckt, ist es ihre liebevolle Mitbewohnerin, die ihr zu Hilfe kommt. Nachdem sie zum ersten Mal zum Wolf geworden ist, greift Enid den Hyde an und gibt Wednesday die Chance zu fliehen. Als Wednesday und Enid wieder zusammenkommen, umarmen sie sich schließlich innig. Ein schöner Moment. Das war eine süße Szene, Leute. Die erste Umarmung der Serie dann von Wednesday. Die hat sich vorher schon mit jemandem geküsst, aber das war die erste Umarmung. Zwischen ungleichen Freunden. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Wednesday gegen die Pilger. Von witzigen Schlägen bis hin zu einer kompletten Abreibung. Ja, das war auch cool. Das kann man sich auch geben. Das fand ich schlecht. Mal eben so ein kleiner Fight, ja. Mal so nebenbei ein bisschen Kämpfi-Mämpfi und dann, ja. Aber den hast du gesehen, dass der Schlag unmöglich getroffen hat. Weil der war ja aus über einem Meter Distanz. Also, niemals ist ihr Bein, seht ihr es? Niemals ist das Bein so lang, dass sie ihn getroffen hat. Also, das war, das hat man aber auch schon gesehen, das war sehr eindeutig. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, aber das war, ansonsten war alles reibungslos. Zweimal schnippen. Eine kurze Anspielung auf das klassische Addams Family Theme. The answer will give a sharp cracking sound. Ablehnung der Nightshade Society. Wednesday Addams hat weder Zeit noch Respekt für Amateure. I'm not interested in joining. You're seriously turning us down? Can you believe it? Untie her. I freed myself 5 minutes ago. Hammers halten zusammen. Wednesday geht zum Beschützer ihrer Imkerfreundin Eugene. Nobody's ever stood up for me before. You said Hammers stick together. I know this might come as a shock, but I don't have any friends. You remind me of my brother. Sense the desire to strangle him every waking moment. Das Ding lebt. Wednesday sieht tränenreich zu, wie Onkel Fest. Oh ja, okay, da fällt mir auch noch eine andere Szene ein mit dem Ding. Ah ja, das ist ja die Szene. Fester das körperlose Anhängsel wiederbelebt. It will be slow, long, and excruciatingly painful. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Jetzt bin ich gespannt. Ah ja, natürlich. Ey, ich hab das voll vergessen. Die Szene war ja auch noch nicht in der Liste drin. Natürlich. Platz 1. Wednesday tanzt beim Raven Dance. When the sun goes down and the moon comes up. Ja, das ist die Szene, worüber alle reden. Alle haben geredet und alle machen Memes und Tok-Toks. Die machen Tok-Toks. Wir machen alle Tok-Toks. Die am meisten gesehene, geliebte und besprochene Szene in Wednesday ist zweifellos die, in der unsere Gothic-Anti-Heldin beim Raven Dance der Nevermore Academy die Show stiehlt. In einem wunderschönen schwarzen Tüllkleid zeigt Wednesday ihre unerwartet hypnotisierenden Bewegungen zu Goo Goo Muck von The Cramps. Noch beeindruckend. Als ich die Serie noch nicht gesehen habe, dachte ich, dass da jetzt plötzlich dieser Lady Gaga-Song kommt. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass der nicht kam. Weil ich habe vorher dieses Lied die ganze Zeit gehört und ich dachte, hä, warum ist dieser Song so auf TikTok so fame? Der muss doch wohl in der Serie vorkommen. Nö, aber sie haben das dann im Teaser-Trailer für Season 2, also Netflix offiziell, hat diesen Song benutzt für die Ankündigung für Staffel 2. Das heißt, die wissen von dem Trend und haben das in ihren Teaser-Trailer gepackt. Schaut euch das an, Leute. Netflix oder Netflix Deutschland, Wednesday Staffel 2. Gebt das ein und da ist der Song. Das finde ich geil. Das ist so Fanservice. Und vielleicht kommt der Song ja in Staffel 2. Wer weiß, wir wissen es nicht. Da kommt bestimmt ein neuer Trend. Aber ey, bevor alle Leute sagen in Staffel 2, wir wollen 5 Tanzszenen haben, 10 Tanzszenen. Leute, es wird in Staffel 2 bestimmt keine einzige Tanzszene geben, weil das Ding ist, es wird bestimmt was anderes geben, was wieder viral geht. 100%. Da werden sie sich wieder was überlegen, aber es wird diesmal, glaube ich, safe keine Tanzszene werden. Das ist nämlich dann ausgelutscht. Also du kannst doch nicht, ne,
Netflix soll wirklich vorsichtig sein, nicht das machen, was die Leute wollen, sondern einfach dem Source Material treu bleiben und daraus das Beste machen. Und dann werden die Zuschauer von selbst drauf kommen und das Ganze dann teilen. Ist, dass die Schauspielerin Jenna Ortega den Tanz selbst choreografiert hat und dabei Bewegungen einfließen ließ, die von den Punktänzen der späten 70er und frühen 80er Jahre, der Rockerin Susie Sue und natürlich von Lisa Loring's Wednesday Shuffle aus den 60er Jahren inspiriert sind. Der Tanz hat im Internet bereits einen regelrechten Hype ausgelöst und Tausende dazu inspiriert, ihn selbst nachzutanzen. I choreographed that myself and I think it's very obvious that I'm not a dancer or amazing. Der Tanz spiegelt perfekt die Ikone Wednesday Addams wider, die es immer noch schafft, in einer Schule voller Verrückter aufzufallen. Was hältst du von der Liste? Wow, Alter, guckt euch das mal an. Die linke Seite mit Inez Fenster, mit den ganzen Regenbogensachen rechts von Wednesday, wo die alle die Farbe weggemacht hat. Das ist schon krass. Das ist heftig, das ist absolut heftig. Wednesday's Dorm Room from the Wednesday Addams Show on Netflix. As soon as I watch that show, I... Also er macht erstmal die Architektur. Erstmal macht er eine Grundplatte, dann die ganze Architektur. Er nutzt dazu einfach so eine weiße Platte, die, glaube ich, ganz gut die Farbe aufnehmen kann. To create at least something of this room. The detail in the window is awesome, especially with a little bit of color. Das Fenster ist sehr, sehr, sehr cool, detailreich. Also das... My kind of version of the room. Okay, also er macht... Ah, okay, ich verstehe. ...an abandoned state, like, you know, everything has been left there for a while and it's starting to decay. Das ist so cool, Leute. Diese Arbeit, die der Typ leistet, ich feiere das extrem. Und, also eigentlich, bei der Detailarbeit, was wir am Anfang gesehen haben, Freunde, so wie das hier aussieht, theoretisch kann er dafür Werbespots drehen. Er kann irgendwelche, diese Szenerie nutzen, um Werbespots zu machen. Das ist ja geisteskrank, wie heftig er so diese Blätter gemacht hat. Ne? Dieses sieht aus wie Blätter, die dort sind. Absolut heftig. I've used some 3D-printed windows here for the side windows. Ah, das ist voll Plastik. Okay, er hat 3D-Druck gemacht. Then again, I'm using some Dollhouse flooring sheets to make my life a little bit easier. Laminat nutzt er jetzt. It's just all made of wood. Und das hier ist... Ist das auch aus Plastik? Ist das auch aus Holz gemacht? Wer hat das geschnitzt? Das sieht so gut aus. And then I laser cut the design for the window that I traced in Adobe Illustrator. Ah, er hat es laser gecuttet. Alter, krass. Holz gelasert. Er hat ein Holz gelasert. Video on YouTube by a creator called GX Ace, and he was talking about beautiful tools and tools being really important to being creative and having inspiration. And I really, really liked it. Na, hier lasiert er das ganze Holz, damit es einen eigenen Farbton bekommt. Ja, und es schützt. And I do have a lot of tools myself that make my life in the craft a lot easier, a lot more enjoyable. Was macht er da mit dem Metall, Alter? Some of these tools genuinely inspire me to want to create with them. Wow, I recently found this. Ah, das ist kein Metall, ne? Das ist auch das Laminat. Used it for my... Bruder, das sieht jetzt schon so gut aus. Das sieht jetzt schon so gut aus. Boah, was das für eine Mühe ist, alleine, Freunde. Wie viel er da Arbeiten reinstecken muss. Er muss ja das Ganze auch skalieren. Dann muss er das Ganze... Er muss ja die genauen Größen treffen. Auch was, wie groß das Bett ist und so. Model Train Railroads and, you know, had no use for it anymore. And it's just been one of the most fun things to use. I have a full-size table saw, but there's so many things I can do with the small one. Now, and it is a lot of fun. It just feels good. It's a little safer to do this. Das ist kein Laminat. Nicht so in dem Sinne. Das ist ein Holzverbund irgendwie. Small work, and it's just made me really happy. Wie schön das aussieht, Leute. Like right here, I can take small strips of balsa wood or basswood and rip them down to even smaller. So I only have, you know, a couple sizes in stock and rip them to whatever size I need. And it's fast and really easy to use. Das sieht so krass aus. Also jetzt macht er die... Erstmal, Leute, sind wir bei dem Innenbereich. Wir skippen mal ein bisschen rüber. Hier macht er jetzt, glaube ich, den Schreibtisch von Wednesday fertig. I know sometimes I talk a lot about the different tools that I've been getting. Handgemalt. Filmmaking and 3D printing and stuff like that. And it really is because, especially creating on this channel, wow, to be able to, Alter, be happy to go sit down and use them and not be frustrated. Die Lampe, ey, allein wie das jetzt schon aussieht, Freunde. Allein wie das jetzt schon ist. Das Schreibtisch, der Sessel. Das sieht so cool aus. I'm gonna stay on this theme a lot through this video.
And I would really like to know in the comments. Jetzt kommen die Aufkleber, die Poster. Seht ihr, wie cool das ist? Inet hängt sehr viele Filmposter auf von Wolfsfilmen. The Wolfman, Frankenstein und der Wolfman. Also scheint, wahrscheinlich ist Wolverine so ihre Lieblingskreatur, ne? And just, you know, share them with everyone so that we can begin to see how others work and maybe find some beautiful tools that we've never seen before. So I 3D printed a... Ich hab gedacht, das sieht aus, als hätte da jemand, das ganze Bett Folge... Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Es sieht so aus, als hätte da jemand das Bett voll gekackt, also wirklich. So I 3D printed a couple pieces of this... Oder beschmiert. ...the rest out with pieces of styrene. And started just rusting it up. I know I just want to kind of age a lot of these pieces and not make them brand new anymore. And so I'm using the rust from Dirty Down. And then I'm going to try to build out this window. Okay, jetzt klebt er ein geschnittenes Glas da drauf. Und dann kommt Window Color drauf. Oh, ich würde so feiern, wenn er Window Color drauf macht. Das wäre das Sinnvollste, was er machen könnte eigentlich. I glued this piece of plastic sheet down to the laser cut piece and now I'm taking these alcohol... Ah, nutzt einen Edding-Stift. Okay. Von der anderen Seite malt es. Ah, also von außen sollte man sich das da nicht angucken. Von innen wäre es cooler. Window Color wäre auch nicht schlecht, aber braucht Zeit zum Trocknen. To try to add some of that color. I couldn't really figure out a good quick way to add these colors and so this was just an idea I had. And I started coloring them in and... Immerhin, es hält. Leute, ich habe oft genug, dass ich versuche, auf Glas zu schreiben. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. It's not possible. Isopropyl alcohol and a paintbrush, I could even them out a little bit. And honestly, what? I like how that came out because it has more of a faded look. It's not all even and perfect. But if you're looking for a more perfect thing, I think maybe cutting out pieces of like gel paper would be a good idea. Sah die Decke so aus von Inet? Hat Inet irgendwie ein Problem auf dem Klo? Haben die kein Klo? Okay, jetzt pinselt er ein bisschen Staub drauf. Okay, jetzt kommen die Briefe. Die werden dann draufgeklebt. I wanted to keep the small items to a minimum in here, just like... They took most of their things, but left some. Yo, da ist der Teppich. Den habe ich auch in GTA 5 so gehabt, so in etwa. So einen regenbogenmäßigen Teppich. Ja? The bigger pieces of furniture and whatnot. And so I really just added a couple pieces of paper and now these little rugs. I print these out onto fabric paper and then iron them onto a small piece of fabric. This is just some door screen material that I cut out that's going to give a really interesting look. If you saw the windows in the show, it had that kind of metal netting in through the glass. Jetzt klebt er das drauf. This just works really well for that. Da wäre das Glas fast durchgegangen. Und jetzt klebt er da Folgendes drauf und so ein Gestrüpp auf der linken Seite, oder? Auf der rechten Seite kommt auch noch was? And then I wanted to add some vines in here. I think I even saw some vines in the room in the show. And so I just wanted to do that and some dead leaves. And now I want to share with you a new tool that I found to be really awesome for me. Okay, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wer wird Millionär? Welche Frage? 1, 2, A, B oder C? Wo ist Antwort D? Ich bin noch nicht bereit. Ja? Color Control Panel from Tangent. Color Control Panel. Ah, jetzt kommen wir also zur Aufnahme und zur Digitalisierung. Bro, der Typ, guckt euch das an. Das sieht aus wie ein Wallpaper aus einem Horrorspiel. Also ein Intro-Screen. Ich sehe ihn, alter Bruder, mach ein Wednesday-Horror-Game. Das wäre geil. Ich würde gerne so ein Minispiel spielen. Honestly, it's really exciting. It also happens to look and feel. Okay, was macht er denn damit? Er macht, so genau muss er mir das nicht erklären, weil ich bin da nicht so gut drin mit Color Grading, das zu verstehen. Ich will am besten sehen, aha.
Okay, ja, Red, Offset, hier und da, da kann er dann, glaube ich, von RGB die ganzen Saturations, die Helligkeit, Intensität einstellen. Ich glaube, da sieht man die drei verschiedenen Farben oder irgendwie, I don't know, Alter. Das ist wie ein Mischpult. Ich weiß auch nicht auf dem Mischpult, was für Knöpfe ich drücken müsste. Da könnte ich alles kaputt machen. Okay. Ah, hier unten rechts könnt ihr sehen. Das sieht so gut aus, ne? Also auch, was dahinter ist. Es sieht nicht aus, als wäre das irgendwie ein Filmstudio oder so. Sieht aus, als wäre das der Balkon. Ja. I'm also going to use the gamma to just add a little bit of warmth into that shot, just to warm it up a slight bit. Ein bisschen Wärme reintun in den Shot. And here's the before and after with just that initial adjustment node. Das ist nachher? The shot is actually lit pretty well overall, so there's not a... Oh, Junge, Alter. Ah, DaVinci Resolve, Junge. Mit dem Programm, da bin ich raus. Das ist für mich zu komplex, die ganze Editierungssache. Wir skippen mal ein bisschen vor, Freunde. Okay, er macht das Fenster ein bisschen kontrastreicher. Ah, warte. Okay. Man sieht halt nur einen kleinen Effekt, ne? Dieser Scheineffekt, der ist jetzt ein bisschen reduziert worden. Und der Schatten, der wurde auch ein bisschen abgedunkelt, damit es nicht zu sehr scheint. Aber man sieht, okay, man sieht, dass es editiert ist, aber dann vergisst man es wieder. Wenn man es in einer Sekunde nicht hinguckt, dann sieht man es nicht mehr. Das ist krass. Oh nein, ich muss niesen, Alter. Oh nee, Alter. Oh nee. Alter. Das liegt an dem ganzen Staub, der da liegt. Das liegt an diesem Staub, der da auf dem Boden ist. Saugt mal. Wednesday, Enid, saugt doch mal euer Haus, euer Zimmer, Alter. Ich muss schon wieder niesen, Bruder. Was ist denn hier los? Was ist schon wieder los? Because as you can see, I really kind of relight these shots in post this way. So sah es vorher aus. Ja, okay. Zu hell, zu überbelichtet dort. Und nachher, ich finde es schon schöner, wie das bearbeitet ist. Ja. Das ist cool. Oh. Oh. Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus, Leute. Das sieht so gut aus. Oh, Junge, Alter, der Staub, den er da durch das Fenster geschossen hatte. Man sieht fast nicht, dass das ein Minimodell ist. Man sieht es fast nicht. Vielleicht hier am Bett, dass es kein Metall ist, aber... Oh. Das ist so krass. Der Shot ist der heftigste. Das ist am allerheftigsten. Von allen. Mit Abstand. Er hat es sogar geschafft, den Balkon richtig zu zeigen. Den hat er in dem Video, glaube ich, nicht gezeigt. Aber es ist der Balkon. Ja, und Enid, wir wissen, Leute, wir wissen, Enid hat echt ein Problem auf der Toilette. Deswegen wundert euch nicht, warum das Bett so aussieht. Ich weiß nicht, ob es in der Show so aussah. Wisst ihr, ob das so aussah? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde mir nicht noch einmal die Szene angucken, wo ich das Bett suche. Aber vielleicht wollt ihr das ja machen. Teppich sieht gut aus. Der Teppich sieht gut aus. Das sieht gut aus. The piece is for sale? Was? Das wird verkauft? Wie teuer? Wie teuer, Bruder? Wie teuer? Wie teuer? Leute, wie teuer will er das verkaufen? My website for 3D models for sale. Es ist bestimmt schon verkauft. Ich weiß es. Oh. Was? Was? Ach, der verkauft nur die Daten. 3D-Druck-Daten. Achso, er verkauft 3D-Druck-Daten. Bro. Also er arbeitet sehr viel mit dem 3D-Druck. Guckt euch das mal an, wie talentiert er ist. Guckt euch das an. Wie cool. Wie cool. Ich möchte gerne Wednesday-Dings kaufen. Shop. Wo ist Wednesday? Hallo. Es ist alles ausverkauft. Es ist alles ausverkauft. Ich sehe es nicht.
Ich sehe es nicht. Es ist nicht mehr da. Wir werden nie wissen, Leute. Diorama sold, email to commission a price. Oh. Es ist schon verkauft. Wer hat das gekauft? Meine Damen und Herren, wer hat das gekauft? Ich verstehe es nicht. So Leute, falls ihr bis hierhin gekommen seid, schreibt jetzt einfach ganz kurz Wednesday 21 in die Kommentare. Völlig egal, schreibt es einfach Leute und wenn ich es sehe, kriegt ihr ein Herz von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Und nächste Woche gibt es dann wieder so eine Art Special, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, zu welchem sollen wir so ein Beste-Momente-Video nochmal machen. Habt ihr mir die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.